Guten Abend alle miteinander. Ist das gigantisch, oder? Es ist unfassbar. Ihr seid die Größten. Auf euch erstmal ein dreifaches Hey Mann! Hey Mann! Hey Mann! Ihr seid gigantisch, aber das wussten wir ja. Wir wollen heute Abend die größte, tollste, schönste Party feiern. Mit unseren Schürzenjägern, uns alle zusammen. Und ich weiß eines, 30 Jahre Schürzenjäger. Den könnten wir ja auch noch mal grüßen. Hey Mann! Lasst uns heute Abend allen Bands der Welt zeigen, was ich schon immer gesagt habe, die Schürzenjäger hatten und haben das beste Publikum der Welt. Die am besten feiern können, wobei man natürlich sagen muss, es ist auch die beste Band der Welt. Und hier kommen sie, hier sind sie. Unsere Schürzenjäger! Hallelujah, glory, hallelujah.
Dankeschön und wunderschönen guten Abend zu unserer Abschiedsparty hier in dieser Megakulisse Finkenberg. Und ich möchte mich gleich am Anfang bei euch allen bedanken. Es ist ein Beweis, es ist so wunderschön. Mit dieser fantastischen Familie noch einmal zusammen zu sein. Und ich weiß, was es euch an Strapazen und an Ausgaben und alles gekostet hat. Und wir werden später noch darüber miteinander reden. Es ist einfach für ein Lebenswerk, glaube ich, der schönste Beweis, den man haben kann. Und ich freue mich wirklich auf diese letzten Stunden, die wir miteinander verbringen dürfen. Wir werden es versuchen, ziemlich locker zu machen. So einfach ist es natürlich auch nicht, aber denn wir sind ja nicht aus der Welt, das sage ich immer, wir sind ja noch da. Es gibt heute kein Live-Konzert mehr. Aber die Freundschaften, die in all diesen Jahren entstanden sind, die bleiben ja bestehen und die werden wir auch weiterhin pflegen. Gell? Jawohl. Das ist die Prämisse des heutigen Abends. Gemütlich machen. Vielleicht hat sie das Radio an. Vielleicht hört sie gerade zu. Vielleicht hört sie
Dankeschön. Probleme mit den Mädels in der Partnerschaft und so weiter gibt es immer wieder, das ist völlig normal. Nur die Schürzenjäger hatten eigentlich immer das Motto, es gibt keine Mädels nirgendwo, die wir nicht lieben. Wo sind die Hände? Dankeschön. Die nächste Nummer aus unserem aktuellen Album, Wärst da nicht du. Ich wär noch immer laut und durch jede Wand. Ich werde mich selbst noch immer suchen in meinem eigenen Seelenland. Ich wäre noch immer unzufrieden mit diesem Leben, mit mir. Ich hätte niemals erfahren, es gibt als wie. Wärst da nicht du, wärst da nicht du, wärst da nicht du. Die Welt wär so leer,
hätte nie den Fels gefunden, auf dem ich heute sicher stehe. Ich weiß von allen meinen Träumen, hätte noch keiner sich erfüllt. Meine ganz große Sehnsucht, die wäre noch immer unwichtig. Dankeschön. Jetzt kommt ein Medley, das schon lange, lange her ist, das lange auch im Programm ist und das vor allen Dingen unsere wunderschöne Heimat ein bisschen beschreibt. Gefühle aus der Jugendzeit. Sommer in den Bergen, mein Tirol, ich vermisse dich und Horn kennen. In den Ferien jedes Jahr in unser Dorf und in den Bergen, wo ich ein Bauernjunge war. Wir haben damals beide Kinder total verliebt zum ersten Mal. Und bin ich auch am Berg zurück, mein Herz ist heute im Star. Und fließen Jahre auch schnell weiter im ewigen Fluss der Zeit. Etwas, das mir für immer bleibt.
hofften sie sehr, wir haben es besser einmal. Das Haus dort oben auf der Alm war voll Wärme und Zärtlichkeit. Meine Kindheit dort in den Bergen, das war eine glückliche Zeit. Mein Tirol, ich vergesse dich, vergiss dich niemals zu sehen. Meine Berlin, die Freunde, mein Gott und unendlich viel mehr. Mein Tirol, ich vergesse dich, wo auch immer ich bin, auch vom schönsten Fleck der Welt. Dankeschön. Der nächste Song ist wieder aus der aktuellen CD Lust auf Meer. Und wie ihr wisst, gibt es auch ab heute oder ab gestern eine neue CD, wo das ganze Programm 2007 drauf ist mit 4 Bonustiteln. Aber das nur nebenbei. Dieser Song hat natürlich sehr großen Bezug auf zu mir persönlich, eine kleine Hommage an meine Annie. Ab und zu kommt es mir vor, als hätte dein Sender mich empfangen. Mir geht es gut, seit so langer Zeit, und so viele andere erfahren Not und Leid. Da ist viel Licht, das mich halt gewährt. Davon sind viele so weit.
so schwer, sie zu ertragen. Lieg sie in meinen Armen. Ich habe erfahren, Träume sind aus Sand. Sekunden spurlos verbrannt. Ich hab gelernt, wie man Mauern baut, um die Seele und um die Haut. Nur ab und zu kommt es mir vor, ihr seid schon toll. Fantastisch einfach. Und wisst ihr was? Die meisten von euch sind ja schon über sehr, sehr viele Jahre mit uns dabei, haben alles mitgetragen, miterlebt. Und wenn man heute so die aktuellen Themen hört im Radio oder im Fernsehen über die globale Erwärmung und Umweltschutz und so weiter, dann waren wir, unser Publikum und wir, schon 10 Jahre vorher bei diesem Thema. Sucht das verlorene Paradies. Alle mitsingen, gell?
dieser Wahl, befleckt von Müll und Teer, wohl 100.000 Jahre gehörte dir das Meer. Jetzt jagen mich Harpunen, jetzt bist du auf der Flucht. Der Preis ist, dein Kopf ist hoch und Geld ist eine Sucht. Eins hat dir die Savanne fast ganz allein gehört. Doch selbst im tiefsten Urwald kommst du nicht mehr zurück. Die Menschen machen nirgends Halt, sie kennen kein Tabu. Dankeschön. Vielen Dank. Die nächsten beiden Songs werden gesungen. Der erste von Christoph von Haniel. Ihr habt ihn ja heute schon mit der Patrick Cox Band erlebt. Und der zweite Song von Patrick selber. Und ich wünsche euch viel, viel Vergnügen und Spaß. Hab mir wieder mal selbst nach K.O. verkauft. Hab getanzt auf dem Seil, wieder weit voran. Doch im letzten Moment hast du das Netz gespannt. Manchmal so wie ein Boot, das im Orkan wehrlos treibt. Doch
Christoph und Haniel! Ja, und wie es der Peter schon gesagt hat, gibt es ja einige Themen, die immer aktuell bleiben werden und von denen die Schürzenegger ja schon sehr, sehr lange singen. Das nächste ist auch so ein Thema, zum Beispiel unsere Nachbarschaft mit anderen Ländern, andere Sitten, andere Kulturen. Da haben wir oft so ein bisschen ein Problem, gell, dass wir diese Leute mit Misstrauen und Angst begegnen. Das müsste doch gar nicht nötig sein, wenn man den Leuten mit einem Lächeln und einem warmen Händedruck oft begegnet, dann bewirkt man tausendmal mehr. Wobei, diese Toleranz darf natürlich auch nicht einseitig sein. Sie muss von beiden Seiten kommen, sonst funktioniert das ja nicht. Und dazu der nächste Song: Aus Fremden werden Freunde. Aus Fremden werden Freunde, das ist mehr als alles.
Danke, Patrick. Danke, Christoph. Mit dem nächsten Medley gehen wir zeitlich zurück. Fast, ja, bis in das Jahr 88, 89. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Für wenige, die sich nach jedem Lied verstimmen. Doch nachts in einem dunklen, leeren Raum gibt's keine, die besser klingt. Ja, mein Freund, seit ewiger Zeit, er hört oft gar nichts von mir. Doch wenn ich allein nimmer weiter kann, steht er. Ich hoffe, ihr habt alle ein gutes Gefühl. Seid's gut drauf? Auch da ganz oben? Ich höre ihn nicht, das müsst ihr lauter schreien. Seid's gut drauf? Okay, okay. Der nächste Song ist ein älterer Herr.
so wie der Alfred und ich. Aber immer noch beliebt und auch heuer wieder im Programm. Setz die nieder! Die Hände! Hey! Die Herrenschnitt! So long fault, the young songs and clown me boy. Die meiner Socke wort, bei uns bist du der Horn, ganz klar. Du hast sie weit such, die Antwort auf dein Leben weit, weit fort, allein dir schon. Doch ein ehrlicher Weg ist oft unbequem, komm, sitz nieder, bei uns bist du daheim. Setz dich nieder und verzahn, ganz daheim und beinahm. Setz dich nieder, bist du mehr allein. Setz dich nieder und verzahn, komm, sitz her, mach ganz schwer. Setz dich nieder, sei jetzt wieder und verzahn. Setz dich nieder, setz dich nieder. Seid ihr? Setz dich nieder, sei jetzt wieder. Dankeschön. So, jetzt werden erst einmal die Kästen angelegt. Muss mal schauen, bis die Jungs ihre... Bei Alfred ist es immer schwierig, was eine Expedition, die Akkordeonriemen durch die Haare durchzufadeln, wie man bei uns sagt. Das letzte Medley jetzt vor der Pause, circa 30 Minuten. Thank you.
Dankeschön. Wir sehen uns wieder in einer halben Stunde. Lasst es euch gut gehen, das Wetter passt auch bisher noch. Und ich kann noch eines sagen, allein diese erste Hälfte dieses Abschiedskonzertes war Balsam auf die Seele von all diesen Leuten, die ihr so lange begleitet habt. Es ist einfach schön mit euch. Vielen Dank. Lieber Hans-Peter, lieber Alfred, ich bin überwältigt, dass so viele Fans heute zum letzten Schürzenjäger-Konzert gekommen sind. Alle herzlich willkommen in Finkenberg! Ich möchte jetzt aber auch noch, weil wir da so schön da stehen, die Babsi und die Elisabeth bitten heraus. Das sind die zwei wichtigsten Frauen, damit wir ein wunderschönes Konzert in Finkenberg bekommen. Danke euch zweien. Ja, lieber Peter und Alfred, wir kennen uns schon lange. Ich war von allen Anfängen dabei, wie das erste Konzert in Finkenberg abgehalten wird. Ich möchte im Namen der Gemeinde recht herzlich danken, dass ihr so viel erreicht habt für Finkenberg. Es ist nicht einfach, den Musikanten da irgendetwas zu geben. Der Gemeinderat hat beschlossen, eng die goldene Ehrentafel der Gemeinde Finkenberg zu überreichen als Anerkennung. Das ist nur eine Anerkennung und soll eine Ehre für euch sein. Und ich möchte euch die Ehrentafel jetzt überreichen und recht herzlich Dankeschön sagen. Danke. Herr Peter, danke und Gratulation. Bist du, was wir heute haben? Also, das ist die Danke. Ja. Bitte. Alfred, Gratulation. Danke. Und alles Gute, gesund bleiben und wir sehen uns auch schon alle miteinander. Bitte. Und ich möchte auch nicht. Ich möchte auch die zwei Frauen nicht vergessen, Elisabeth und Babsi. Bitte einen kleinen Blumengruß und danke und schaut auf die zwei. Vielleicht. In 5-6 Jahren stehen wir wieder da. Danke. Bitte. Wenn's mir einmal niederlegt zu meiner letzten Ruhe, spart's euch jetzt Brimborium, da hör ich eh nicht zu. Wenn's mir einmal niederlegt, dann wünsch ich mir nur eins, ein Trauerfest, Trauerfest, Trauerfest wird es keins. Nur ist es nicht so weit.
Danke, lass mir noch ein bisschen Zeit. Dazu liebe ich viel zu gern. Du bist der Tag noch fern. Es sei denn, dass sie aus der Hölle und die Staaten sind. Wenn sie einmal niederliegen, macht man für sich ein Hass. Denn ich hab, denn ich hab, denn ich hab mit jedem Pass. Hey, hey, hey! Zu meiner letzten Ruhe, schwarz euch jetzt den Body und da höre ich jene zu. Wenn sie einmal niederlegen, dann wünsch ich mir nur eins, ein traures, 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 wird es keins. Wo seid ihr? Wie geht's euch? Where are my Canadian friends? Oh, yeah. Hello. How's the feeling? Great. Okay. Der nächste Titel hat uns über viele Jahre immer eigentlich so ganz positiv gestimmt. Und es soll auch weiterhin so sein. Denn wenn auch heute das letzte Live-Konzert der Schürzenjäger hier stattfindet, in einem Rahmen, ja, ich muss sagen, das kann man nicht beschreiben. Das ist einfach ein Feeling. Das ist ein etwas, was wir von euch bekommen und wir auch versuchen zurückzugeben. Das, glaube ich, fast keine Band der Welt hat. Das ist einfach wunderbar. Und wir lassen keine Wehmut aufkommen, wir sagen, die Party ist noch lange nicht aus. Sagte länger leben, drum will ich bis zum letzten Atemzug immer alles geben. Ihr habt mir bestimmt nicht zum letzten Mal mein Duschen verbrannt, wollt mir zum letzten Mal mit dem Kopf durch die Wand. Die Party ist nur lange aus, solange ich tanzen kann. Ich hab nur so viel Lust auf den, die Party fängt jetzt erst an. Die Party ist nur lange raus, solange ich träumen kann. Ich hab mal so viel Kraft zu gehen, die Party fängt jetzt erst an.
folgt immer wieder ein neuer Morgen. Wir lassen so schnell nicht unterkriegen, macht euch keine Sorgen. Aber Adler, der die Flieht, hat am Meer so scharfen Blick. Auch ein alter grauer Wolf kennt jeden Trick. Die Party ist so lange aus, solange ich tanzen kann. Ihr habt nur so viel Lust auf den, die Party fängt jetzt an. Die Party ist so lange aus, solange ich tanzen kann. Ihr habt nur so viel Kraft zu gehen, die Party fängt jetzt an. Der nächste Song, viele werden es ja von der Tournee her kennen, ist was? Traumhaft, oder? Sehr schön, sehr, sehr schön. Heute haben wir es richtig gemütlich. Heute haben wir es richtig schön. Wenn es nur was zum Trinken gab. Wenn es nur was zum Trinken gab. Ein Lied auf der aktuellen CD. Von einem Gefühl, das wir vielleicht alle irgendwann schon einmal erlebt haben, wenn man irgendwie diese Einsamkeit einmal spürt. Und eine Metapher davon ist das Café Melancholie. Café Melancholie, 24 Stunden Öffnungszeit, freie Plätze, die gibt es hier nie. Und man findet es im Stadtteil Einsamkeit, verlorene Träume gibt es hier immer, weil sie am besten gehen, auf den verlorenen hier einfach niemand widerstehen. Im Café Melancholie gehen die Lichter niemals aus. Im Café Melancholie ist mancher Gast schon ewig zu Haus. Hier wird ein Traum und nie eine Sehnsucht gestillt im Café den Tag um neu. Schon am Eingang zieht sie ihre Hoffnung aus. Sitzt an ihrem Tisch für zwei allein und schaut einfach in die dunkle Nacht hinaus.
ganze Traurigkeit. Im Café wird ein Traum erfüllt und nie eine Sehnsucht gestillt. Im Café Melancholie, im Café Melancholie, geht die Lichter niemals aus. Dankeschön. Jetzt haben wir also doch noch was zu trinken gekriegt. Ja, Gott sei Dank. Also ab jetzt garantiere ich natürlich für nichts mehr, denn es ist ein echter Zillertaler Meisterwurz. Das ist normalerweise eine Medizin, wird uns heute noch ein bisschen ins Hirn fahren, ja. Dann ist es halt so, oder? Zum Abschied dürfen wir das doch. Auf euch. Gesundheit, Freunde. Es gibt auch eine Einsamkeit, die man sich selbst wählt. Das kann natürlich sein, hoch drum am Berg, am Gipfel. Das kann sein, wo immer in den Wäldern. Und der nächste Song ist die Stille, die man natürlich auch draußen am See finden kann. Especially for my Canadian friends. Auf, der Tag fängt schon an, die Nacht hat die Sirige auch schon längst an. Der Alltag wird munter drin in der Stadt, es wird laut mit der Zeit, die ein Zeitproblem hat. Still ist draußen am See, still ist draußen am See, nichts tut mir so gut, wohin ich ja geh, still ist draußen am See. Dem Geld, sondern schon am Morgen und ratsradeln der Welt. Ich mag da nicht mit und voraus am See, der Lärm in der
Stadt, tut in der Seele drin mir weh. Still ist draußen am See, dies voll am Reich. Still ist draußen am See. Nichts tut mir so gut, wohin ihr geht. Still ist draußen am See. Still ist draußen am See. Am See ist es natürlich still, aber man muss ja nicht untätig sein. Man kann zum Beispiel auch fischen, nicht? Ihr wisst schon, was kommt, gell? Gehen wir miteinander fischen? Okay! Es ist manchmal too much. Manager und Banker, da wirst du immer kränker. Kompletter Quatsch. Da muss sie mich verschissen, die Seele aufzufrischen. Da geht mir alles auf den Keks. Dann häng ich mal Routen hinein in die Fluten. Es seven mal X. Bevor mir der ganze Stress noch hält, malt mir der Albe für mein Haus durchs Schild. Bin beim Fischen, ich geh fischen, ich geh fischen, ich geh fischen, endlich wieder fischen, ich geh fischen, es wird höchste Zeit. Und beim starren Sturm auf meine Leine, da komm ich mit mir und der Welt wieder ins Reine. Ja, ich geh fischen, ich geh fischen. Endlich mal nichts müssen, jetzt hören und nichts wissen. Wir raus hier per Express. Endlich wieder leben, mir das nichts drum geben und dies bis zum Exzess. Ihr reibt mir auf die Nasen, Sandloschen, lass andere sich ums Business reißen, weil ich existier, mich nur noch interessier, ob's heute beißen. Die höchsten Rudel an Sprudel zischen und dann dem Rest der Wellen wischen. Ich geh fischen, alle. Ich geh fischen, ich geh fischen, ich geh fischen, endlich wieder fischen. Ich geh fischen, es wird höchste Zeit. Und beim Starren stundenlang auf meine Leine, da komme mit mir in der Welt wieder ins Reine. Ja, ich geh fischen, ich geh fischen. Vielleicht wird mir's Babsel oder Schnapsel servieren und ich bei ihr am Blick riskieren. Und dann geh ich wieder fischen. Ich geh fischen. Ich geh fischen. Ich geh fischen. Endlich wieder fischen. Ich geh fischen. Es wird höchste Zeit. Und beim Starren stundenlang auf meine Leine.
komme mit mir und der Welt wieder ins Reine. Ja, ich gehe fischen, ich gehe fischen. Dankeschön. So, jetzt kommt ein Medley. Man kann sagen, wirklich Schürzenegger Klassiker. Träume sind stärker, einmal eines Tages, großer Manitou. Alles, was du machst und weiß, wovon du träumst. Wir folgen unserem Stern durch die tiefste Dunkelheit. Dein Ziel ist uns zu fern, denn wir gehen den Weg zu zweit. Träume sind stärker als dein Hass und Geld. Menschen, die träumen, verändern diese Welt. Träume sind stärker als Kälte und Gefahr. Solange noch Menschen träumen, werden wunderbar. Träume sind stärker als das, was uns hält. Menschen, die träumen, verändern diese Welt. Träume sind stärker als Kälte und Gefahr. Wenn Menschen träumen, dann werden wunderbar. Hat den Sinn gefunden, den Sinn im großen Plan. Einmal eines Tages dreht die Erde sich im All mit längst verhalten Wunden. Ein wunderschöner blauer Ball. Musik.
er stolz, weil sein Volk das Land gehörte, das ihm der weiße Mann zerstörte. Erfrorene Träume von Jagd und Verdien am Ufer des Flusses, erloschene Fantasie. Als mich sein Blick berührt, hab ich seine Botschaft gespürt. Großer Manitou, hör dem Trank wieder zu. Nimm mich mit dem Wind dorthin, wo meine Väter sind. Großer Manitou, hör dem Trank wieder zu. Lass mich zu dir gehen, ich will das Land unter dem Regenbogen sehen. Dankeschön. An dieser Stelle jetzt werden wir ein bisschen ernster und doch gefasst, denn das nächste Lied hat unser lieber Florian Leis-Bendorf noch im Studio gespielt und es sollte für uns alle irgendwo eine Richtung sein. Vielleicht das Leben nicht immer so ernst zu nehmen, nicht jedes Problem auf die große Waagschale zu legen, nicht immer so weit vorauszuschauen, denn in Wahrheit ist es doch einfach zu leben, die nächsten 5 Minuten. Ich kann schwelgen in Erinnerung von allem, was einmal war. Ich kann mich ängstigen und sorgen, was wird morgen oder nächstes Jahr. Doch dann öffne ich die Augen, sieh mich um und frag mich, wofür. Wahrheit zählt doch nur das Jetzt und hier. Darum nehme ich die nächsten 5 Minuten, als wenn es meine letzten wären. Denn ich weiß, kein einziger Augenblick wird jemals wiederkehren. Und ist die nächsten 5 Minuten mal meine letzten sind.
jedes Atmen ist so kostbar wie ein Geschenk. Jede Sekunde gelebtes Leben, jeder auch so kleine Moment. Nichts davon kommt jemals wieder, wenn es uns erstmal verlassen hat. Jetzt im Augenblick findet Leben statt. Als wenn es meine letzten wären, denn ich weiß, kein einziger Augenblick wird jemals wiederkehren. Und bis die nächsten fünf Minuten an meiner letzten Rennen irgendwann, fang ich immer wieder von vorne an. Das Starke. So, jetzt wird es wieder richtig urig. Und natürlich dafür brauchen wir jetzt wirklich eure Hilfe. Und hier im Zillertal ist es Brauch, wenn etwas richtig spaßig und urig ist, dass man einen Juchitzer auslässt. Genau, das ist er. Ein lauter, hoher Freudenschrei. Den probieren wir jetzt gemeinsam. Auf drei. Eins, zwei, drei. So stelle ich mir das vor. Also wenn wir sagen, ein Juchitzer, das ist er. Auf geht's. Hände hoch, zwei, drei, vier. Schönes Bild am Sommerkind, jede Nacht eine lange Nacht, viel zu schnell die Zeit verliert, jede Nacht eine lange Nacht, klingt der letzte Ton hinaus, jede Nacht eine lange Nacht, ist der Tag noch lange raus, bleibt bis in die Nacht. Morgen, relax.
Alfred! Alfred Eberharter Junior! Thank you.
Hey! Achtung! Ich hoffe, keine Verletzten da unten. Okay. Oh. Prost, ihr Säcke! So stellen wir uns das vor. So. Jetzt kommt ja bekanntlich unser Duett, aber es ist ja eigentlich kein Duett, weil es ist ein Trio. Für Schlagzeug, Schlagzeug und Publikum! Seid ihr bereit? Okay, dann wollen wir uns das mal anschauen. Wenn wir es ein bisschen arrangieren, half. Wir fangen langsam an, leise, nicht langsam, leise. Nur die Hände. Alle Hände. Das schaut geil aus von hier, ich sag's euch. Okay, die Stimme. Hey, 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 hey. Lauter. Ja. Spitze. Jetzt wollen wir mal singen. Wahnsinn, spitze. Jetzt wollen wir ein bisschen shuffle. Die Zugabe kommt jetzt, Moment, weil die Zugabe seid ihr, weil seitdem ich heute Nachmittag gesehen habe, dass dieser Hang bis da oben prall gefüllt ist, es ist einfach unglaublich, wir wollten einmal sehen, wie bei dieser unglaublichen Masse an Menschen die Welle funktioniert. Die Hey-Mann-Welle, seid ihr alle bereit? Lass mich nicht steigen, hey! Und es geht weiter, 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 weiter. Unfassbar. Da merkt ihr mal, wie weit das ist. Schade, dass da oben nicht so gut beleuchtet ist, aber man kann es so erahnen. Ich glaube, ganz hinten da, so 500 Meter entfernt, war einer, der hat nicht die Arme gehoben. Okay. Wir wollen es nochmal probieren. Alle zusammen. Einstimmen. Aber hey, 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 hey.
Glaubst du, wir können das jetzt das richtig Komplizierte ausprobieren? Ha? Okay. Wir wollen hier vorne anfangen. Es soll hier rundherum gehen. Rundherum. Da oben mit auf wie in einer Welle. Und hier unten rechts enden. Seid ihr bereit? Erst nur da drüben. Hopp! Also ihr wisst ja was, dieser Applaus ist für euch, den habt ihr verdient. Ihr seid wirklich absolut genial. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Hammer. Spitze. So, ihr habt jetzt geglaubt, der Lärm ist zu Ende, oder? Aber leider muss ich euch enttäuschen, es geht jetzt richtig weiter. Und zwar eine Sammlung der größten Schürzenjäger-Hits als Samba. Wir machen zusammen eine Riesenparty, die Hände hoch, mitklatschen, Schürzen, auf geht's! Wir gehen bei uns im Wahnsinn und singen alle mit, dann zieht der Ball auf.
Logo, Logo, alles Logo, Reed, alles Logo. Sama, Sama, super Party. Ein Samba-Medley mit einem Teil, natürlich alle können nicht dabei sein, ein Teil unserer Crew, die mit auf Tournee und auch heute dabei sind. Ich danke euch, liebe Freunde. Wunderbar. Anita, es war eine schöne Zeit. Ihr wart's wunderbar. Ein Song, mit dem wir über viele Jahre diese Nacht in Finkenberg immer angekündigt haben, der ein gewisses Flair hat. Und heute trifft er wahrlich zu, denn wir haben Wetterglück, es ist schön und es ist einfach fantastisch, mit euch zusammen hier diese Abschlussparty zu haben. Ich fühle es richtig in mir, was wir einander fühlen. Und das ist einfach wunderschön. Die Nacht in Finkenberg. Hat sich mit schon im Sommer im Winterschlaf liegt. Der Baum meines Lebens hat seine Blätter verloren.
Dankeschön. Und der nächste Song ist, glaube ich, für uns alle, für die Zukunft, unglaublich wichtig. Denn er sagt einfach aus, dass egal, wie das Schicksal spielt, was passiert, wo man hingeht, wie es einem geht, man nie vergessen sollte, dass es immer wieder ein Licht gibt hinter dem Horizont. Irgendwo. Hinter dem Horizont. Die Erinnerung ist ein Traum, der dich gefangen hält. Deine Sehnsucht ist ein Traum, der dir den Blick verstellt. Doch bald reibst du dir deine Augen und lernst wieder nach vorne zu sehen. Nur doch, wenn wir an uns selber glauben, können noch Wunder geschehen. Irgendwo hinter dem Horizont, irgendwo hinter dem Silbermond, irgendwo hinter dem Dankeschön. Das, was ihr heute für uns gemacht habt, ich habe es ja gesehen am ganzen Tag und in den letzten Tagen auch, diese Strapazen hier raufzukommen, und es ist ja auch mit finanziellen Dingen verbunden. Ihr seid das einzig Ehrliche, das es für uns auf dieser Welt gegeben hat und noch immer geben wird.
Ich lasse es mir nicht nehmen. Trotz allem, am Ende dieses wirklich gebührenden, fulminanten Konzertes, das ihr gemacht habt. Natürlich, wir gehören zusammen. Wir sind immer eine Einheit gewesen. Aber euer Wille, hierher zu kommen, eure Energie, hat diesen Mega-Event möglich gemacht. Und an dieser Stelle gebührt es auch meine langjährigen Freunde auf der Bühne vorzustellen, all die hervorragenden Musiker und Akteure. Und da fange ich mit dem Jüngsten immer an. Hat sich wunderbar in die Band integriert und hat auch große Erfolge mit seiner Band. Am Schlagzeug, am Bass, Alfred Eberharter Junior. Die nächsten drei Jungs, die kamen 96 zu uns. Und das hat damals für viel Wirbel gesorgt, aber ich wollte einfach Live-Bauer auf der Bühne haben. Aber es hat nicht lange gedauert, da waren alle Skeptiker still und es kam sofort die Meinung auf, diese Jungs sind das musikalische Salz in der Suppe der Schürzenjäger. Und seit jetzt über 10 Jahren sind sie immer mit von der Partie und einfach hervorragende Musiker und eben eine Geschichte, die zu den Schürzenjägern gehört. An der Posaune Ludwig Götz. Vielen Dank, Ludwig, für all die Zeit. Wunderschön. An der Trompete Carsten Knecke Kronwald. Auch dir für all die Jahre, von mir persönlich, recht vielen Dank. Es war eine unvergessliche Zeit, die sich sehr stark in unserem Herzen eingebrannt hat und auch bleiben wird. Am Saxophon Christian Felke. Dieser Mann hier war schon früher im Studio mit den Schürzenjägern tätig und kam dann live dazu. Er ist eine Weltgröße. Er ist x-facher Weltmeister der Steelgitarre, Dobro, Akustik, Stromgitarre, was auch immer. Und ein wunderbarer Mensch. Und auch bei dir, lieber Nils, möchte ich mich bedanken für alles, was du unseren Fans und für uns mitgeleistet hast. Nils Duxen aus Dänemark. So um 98 gab es dann einen Wechsel und da kam einer, er wurde gleich unser musikalischer Leiter, weil er einfach ein Spitzenkönner ist, euch natürlich auch mit Cox weiterhin erhalten bleibt. Am Piano, am Akkordeon, an der Orgel, Christoph von Haniel.
ein Mann, der trotz all den Wirren der Zeit sehr loyal geblieben ist, immer, der sich nicht beirren ließ und der vor allen Dingen zum musikalischen Stilwechsel der Schürzenjäger in den 90er Jahren oder vor 90 noch sehr viel beigetragen hat. Er kam aus der Hardrock-Szene, hat heuer auf dieser Tour die schwere Aufgabe gehabt, den Gitarrenpart von Flo zu übernehmen, hat das bravourös gemacht, viele Jahre am Schlagzeug, Gesang, Chorgesang. Ich kann nur eines sagen, vielen Dank, lieber Patrick. Patrick Cox! Jetzt geht's ans Eingemachte. 40 Jahre machen wir gemeinsam Musik. 40 Jahre sind wir durch Höhen und Tiefen gemeinsam gegangen. Immer zusammen. Always together. Wunderbarer Musiker. Am Bass, an der steirischen Chorgesang, jetzt auch nach ein paar Jahren jetzt unglaublich guter Maler geworden, sehr kreativer Mensch und ich danke auch dir, an meiner Seite gewesen zu sein. Alfred Eberharter Senior! Ja, jetzt ist es natürlich an der Zeit, dass auch ich mich verabschiede und ich möchte das nicht tun, ohne mich bei der ganzen Crew. Es waren über so viele Jahre dieselben Leute, die sich selbst angemeldet haben, wenn Schürzenjäger on Tour sind, wollen sie dabei sein, weil wir immer eine mega schöne Familie waren, so wie mit euch. Es ist immer sehr persönlich. Und ich möchte mich, ich kann keine Namen einzeln herauspicken, aber liebe Co, ihr wart's auch jetzt wieder, heute wieder und die ganze Tournee und all die Jahre, ihr wart's fantastisch. Ich bedanke mich. Wenn die Arbeit getan, der Abendfrieden beginnt, schauen die Menschen hinauf, wo die Sierra im Abendrot brennt. Und sie denken daran, wie schnell ein Glück oft vergeht. Und aus tausend Herzen erklingt es wie ein Gebet.
Ja, es ist so schön heute, gell? Ich weiß schon. Wir sind zusammen eine Legende. So, meine Damen und Herren, ich möchte natürlich auch nicht diese Gelegenheit versäumen, mich auch mal, Peter, ganz herzlich bei dir zu bedanken, dass ich diese Chance haben durfte, bei euch dabei zu sein. Und wir dürfen natürlich auch einen Mann nicht vergessen. Er wollte sich selber vorstellen, aber finde ich nicht richtig. Peter, unser Freund, unser Bandleader, der Meister, der das alles sicher am meisten verantworten darf und der sich das wirklich verdient hat, heute diese Ehrung. Liebe Leute, Peter Steinlechner. Schön. Schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Soll man noch was spielen? Bei dem Wetter können wir ja noch nicht aufhören. Ist ja okay. Einen neuen Song, ein Bonustitel aus der aktuellen Tour 2007 CD. Das Wort heißt du. Das mir im Herz berührt, ein gutes Konzert auf der Tournee, ein langes Gespräch mit einem alten Freund, ein Sonnenaufgang auf dem See. Es gibt so vieles, was mir wichtig ist, und ohne das ich ärmer bin. Doch müsst ihr's nur mit einem Wort beschreiben, fiel mir die Wahl nicht schwer. Das Wort ist du. Du bist du da, ist alles gut für mich. Ich sag einfach du,
alte Gitarre mit neuen Saiten drauf. Hartmutes Buch und nur noch stille Hören aus dem Feuer im Kamin. Es muss nichts Großes, nichts Besonderes sein, als ich das Glück tief in mir spür. Doch bis die Mumie für eins entscheidet, reicht mir ein Wort dafür. This world is Dankeschön. Seid ihr gut drauf? Das war ja gar nichts. Seid ihr gut drauf? Gestört. Aus unser wachsendes Auftrag war von vornherein schon verkehrt. Wir haben uns umsonst wie wir wollen, die Folgen waren ein Grimm. Wir haben zwar kaum sich gebombt, trotzdem war wir Farbe in uns drin. Wo seid ihr? Wir waren wir alle jung gespielt. Unsere Musik war nur Lärm, doch ging es super, macht das Vorurteilen, kann man sich bekannt nicht erwehren. Wir waren wir alle junge Spinner, lange aber da gefahren, dabei haben wir uns nur die Freiheit genommen, wie zu sein, wie sonst jeder war. Nie zu sein, wie sonst jeder war. Und die neue Jugend kommt nach. Sie ist im Grunde nicht anders, auch wenn sie was anderes macht. Sie hat eine andere Musik und sie zieht was anderes an. Sie sagt in der heutigen Zeit genau, was auch wir schon irgendwann waren. Wir waren wir alle junge Spinner, unsere Musik war nur Lärm. Doch ging das super, macht das Vorurteilen, kann man sie bekanntlich erwehren. Wir waren wir alle junge Spinner, lange haben wir da Gefahr. Dabei haben wir uns nur die Freiheit genommen, wie zu sein, wie sonst jeder war. Nie zu sein, wie sonst jeder war. Wo seid ihr? Hey.
kann dich auch mehr. Er war für alle junge Spinner lange aber eine Gefahr. Dabei haben wir uns nur die Freiheit genommen, wie zu sein, wie sonst jeder war. Wie zu sein, wie sonst jeder war. Wie zu sein, wie sonst jeder war. Dankeschön. Es ist nicht leicht, sich jetzt von euch zu trennen. Eure Wärme, eure Liebe, bald nicht mehr zu spüren. Die Zeit mit euch wird noch lange in meinem Herzen brennen, auch wenn sich unsere Wege jetzt verlieren. Dass wir uns irgendwann wiedersehen, wenn es auch noch so schwer fällt, auch wenn es unendlich schwer fällt, einmal muss man gehen. Einmal muss jeder genau, ich werde euch sehr vermissen. Ich weiß, ihr werdet immer ein Teil von uns sein. Und ich gebe es zu, es tut so gut zu wissen, auch ihr fühlt euch manchmal ohne uns allein. Doch niemand auf der Welt schafft die Zeit zurückzudrehen, wenn es auch noch so schwer fällt, auch wenn es unendlich schwer fällt, einmal muss man gehen, einmal muss jeder gehen, wenn es auch noch so schwer fällt. Dankeschön. Ein kleines Liedchen haben wir noch. Warte einen Moment, Jungs, weil ich muss vorher was sagen. Ich wünsche mir, dass es passiert wie all die Jahre zuvor und dass uns immer so stolz gemacht hat auf unser legendäres Schürzenjägerpublikum. Wenn das Konzert zu Ende ist, das Wetter ist schön, es gibt keine Probleme, aber helft euch gegenseitig, falls es Probleme gibt, lasst euch Zeit, mit runtergehen,
nehmt Rücksicht aufeinander. Denn alles, was passiert, sage ich nach jedem Konzert, geht auf das Konto der Schürzenjäger, auch wenn es sie jetzt nicht mehr geben wird. Aber wir bleiben immer noch diese Gemeinschaft, die über all die Jahre gewachsen ist. Vielen Dank. Bitte. Es wird still, dieses Lied wird für lange Zeit mein letztes sein. Das Leben schrieb mir jeden Ton, jedes Wort ins Herz hinein. Wie ein Fluss fließt die Zeit ein. Fort auf den Weg ohne Wiederkehr. Doch was auch geschah, noch immer ist da die Lust auf mehr, auf mehr, viel mehr. Ich danke euch. Ich wünsche euch alles Gute, schöne Zeit, gesunden Nachhauseweg. Bitte achtet einander auf euch. Das war immer Schürzenjägerphilosophie und so soll es auch bleiben. Vielen Dank, auf Wiedersehen irgendwo. Fanmeeting im Mai 2008. Okay, tschüss. Ihr wart immer unsere große Stütze. Ihr habt uns in all den Jahren getragen. Sonst niemand. Ihr wart die Größten und wir bedanken uns noch einmal bei euch. Ich kann nicht mehr sagen.
hervorragend, klasse, erstaunlich, berührend. Ein letztes Mal. Klasse. Kommt gut nach Hause. Vielen Dank. Liebe Schürzinger, einen Moment noch. Einen Moment noch. Erstens einmal herzlichen Dank für dieses tolle Konzert. Und es gibt jetzt noch eine Überraschung für euch. Und für diese möchte ich euch jetzt auf die Vorbühne bitten. Frankie, bitte ein bisschen Licht in den Zuschauerraum, damit wir die Zettel gut lesen können, denn, liebe Schürzinger, die Fans, angeführt von unserem Herbert, die haben für euch mit einer bekannten Melodie einen Text geschrieben und den möchten sie jetzt, nachdem ihr sozusagen 35 Jahre für sie gesungen habt, jetzt singen die Fans ein Lied für euch. Christian, du bist bereit. Stefan, bitte Ton ab. Wir sagen euch Danke für die Musik. Sie war immer für uns da. Wahnsinn. Hat uns Mut und Kraft gegeben. War Wegbegleiter Jahr für Jahr. Tanzer von Samba bis zum Tempel. Für jeden war etwas dabei. Sie will immer tief in unseren Herzen sein. Vor vielen Songs waren wir eng verbunden, sie gingen tief ins Herz hinein. Sind die Jahre auch vorüber, wir hatten eine schöne Zeit. Führt der Weg uns jetzt auch auseinander, vergessen werden wir euch nie, weil ihr immer tief in unseren Herzen bleibt. Durch eure Songs waren wir eng verbunden, sie gingen tief ins Herz hinein. Sind die Jahre auch vorüber, wir hatten eine schöne Zeit. Führt der Weg uns jetzt auch auseinander, vergessen werden wir euch nie. Vielen Dank. Ich kann nicht mehr. Dankeschön. Fantastisch. Ciao. Vielen Dank.
Applaus.